So sehen die nämlich aus. Fast schon wie eine echte Rocker-Gang. In Wirklichkeit sind es Friseurinnen und Friseure des wohltätigen Vereins der Barber Angels. Bundesweit haben sie sich zusammengetan, um Obdachlosen kostenlos die Haare zu schneiden. Unsere Währung ist eigentlich die Dankbarkeit der Menschen oder der Gäste. Und mehr braucht man eigentlich gar nicht. Das Ostergassenfest in Regensburg. Ein Straßenfest der sozialen Initiativen. Hier engagieren sich Menschen aus rund 50 Sozialprojekten. Darunter auch die Engel mit den scheren Händen. Andrea gehört seit einem Jahr zum harten Kern. Regelmäßig ist sie in der Lederkluft im Einsatz. Es ist so, dass ganz viele Friseure ganz oft Schickimicki-Klamotten tragen. Und das schockt eigentlich die Obdachlosen oder die Bedürftigen sehr. Und wir haben dann gesagt, wir möchten uns mit ihnen gleichstellen, dass wir sagen, wir machen eine einheitliche Uniform, halt komplett schwarz. Und das nimmt den Bedürftigen auch ein bisschen die Scheu. Das gibt ihnen halt ein Stück weit den Mut, zu uns zu kommen und sagen, komm, jetzt lass ich mir die Haare schneiden. Rund 200 internationale Mitglieder sind im Verein organisiert. Über 10.000 Bedürftige haben so bereits einen neuen Haarschnitt bekommen. Klaus Niedermeyer aus Biberach an der Riß ist internationaler Präsident der Barber Angels. Ich habe den Verein 2016 gegründet. Es war im November. Es war bitter, bitter, bitter kalt. Und ich sah einen Filmbericht über frierende Obdachlose in München, wo sich bei minus 15 Grad irgendwie durchschlagen müssen. Und dann ist mir diese zündende Idee gekommen. Alles, was ich dazu brauche, ist hier Haarschneideschere und Kamm. Und mit diesen zwei Sachen kann ich Menschen im Salon glücklich machen und auch Menschen, welche sich diesen Luxus nicht leisten können. Denn ein Friseurbesuch ist für bedürftige Menschen oft nicht möglich. Da kann man sich ja irgendwo vorstellen wieder und so, wenn man hingeht und sagt, da bin ich auf Zauber für mich und so. Und nicht so verwildert alles. Ich finde es ganz gut, dass es das gibt. Super. Der zwischenmenschliche Umgang ist ja wahnsinnig viel wert. Und dass man ja nicht einfach nur normal behandelt, sondern mit Wertschätzung behandelt. Heute dürfen auch nicht bedürftige Menschen im Friseurstuhl sitzen und als Gegenleistung spenden. Das ganze Jahr über sind die Barber Angels neben ihrem Hauptberuf ehrenamtlich für den Verein im Einsatz. Geld und Freizeit opfern sie bei diesen Aktionen. Jedes Mitglied von meinem Barber Angel zahlt alles selber. Die Anfahrt, die Übernachtung, das Ganze drumherum zahlt jeder selber. Für unsere Einsätze an solchen Tagen und zur Freizeit ist ausschließlich die Währung, welche wir verlangen, ist die Dankbarkeit der Menschen. Das ist unsere Währung. Eine neue Frisur macht noch keinen neuen Menschen. Aber mitunter kann so eine Aktion motivieren und unterstützen. So auch bei Melanie. Die Mutter eines 8-jährigen Sohnes stand mit beiden Beinen im Leben, als sich plötzlich das Blatt wendete und sie sich im Obdachlosenheim in München wiederfand. In die Obdachlosigkeit bin ich aufgrund von einer Trennung gekommen, habe Depressionen gekriegt, konnte nicht mehr in die Arbeit gehen. Aufgrund dessen konnte ich meine Miete nicht mehr bezahlen und dadurch bin ich in die Obdachlosigkeit geraten. Noch vor 15 Monaten saß auch die 39-jährige Melanie auf einem dieser Stühle. Den neuen Haarschnitt bekam sie damals von Barber Angel Tina, inzwischen eine gute Freundin. Echt? Jetzt hast du mitgekriegt, dass wir hier sind. Ja, geht's euch gut? Ja, schön, dich zu sehen. Schöne Haare hast du. Ja. Alles gut? Ja, bei dir? Ja, auch. Cool. Viel los? Ja. Müssen wir heute nichts machen, oder? Nee. Ich war davor 2 Jahre nicht mehr beim Haare schneiden, hatte also wilden Haarwuchs, der eigentlich gar nicht mehr zu bändigen gewesen ist. Dann war der Haarschnitt beendet und wir sind dann zum Spiegel gegangen und ich habe mich gesehen, ich habe mich erst mal gar nicht wiedererkannt. Das war ja sehr faszinierend zu sehen, dass ich eigentlich doch noch eine Frau bin und dass ich auch noch normal aussehen kann. Und ja, das hat mir einfach so ein total starkes Selbstwertgefühl wiedergegeben. Ein Glücksgefühl, das die Charity-Friseure auch heute hervorrufen möchten. Die Überraschungsmomente sind garantiert, wenn am Ende der Spiegel zum Einsatz kommt und die Bedürftigen ihren neuen Haarschnitt sehen. Oh, super! Mann, danke! Oh, das war jetzt super!
Zeig nur mal. Und wenn man dann wirklich ihnen das Gesicht wiedergibt, den Mensch zeigt und wie toll er aussieht, dann sind die so erstaunt und dann kommt da so ein Lächeln und so eine Herzlichkeit wieder. Und genau das ist der Augenblick, wo man sagt, ja, das habe ich richtig gemacht. Es ist zwar nur eine neue Frisur, die Stylisten den Bedürftigen schenken, doch in ihrem Spiegelbild erblicken die 50 Gäste viel mehr. Ich hätte nie im Leben daran geglaubt, dass ein Haarschnitt eine so große Veränderung in mir bewirkt. Das war ein wahnsinniger Motivationsschub. Und ich bin am nächsten Tag aufgestanden und habe gesagt, wenn ich jetzt nichts mache, dann mache ich es vielleicht gar nicht mehr. Und habe mir dann aus dem Haarschnitt draußen ein WG-Zimmer gesucht. Die Barber Angels. Mit Leidenschaft zum Beruf, Gutes tun.